Wo fehlen denn noch Portale? Hier wäre ein Portal. Aber ich glaube, also erstmal machen wir wirklich hier weiter. Wenigstens noch einmal. The protofal sea that threatened academia is no more, and in the sky floats the 13th Ark. The people have built a society with their own hands, using technology of their own devising. However, the day when Cocoon is prophesied to fall is drawing closer. The academy has put into motion an ambitious project to avert the catastrophe. Okay. We did it. We actually did it. I think you all must be happy now. This is what you wanted to see, wasn't it? Welcome to the future, you say. Are they real? The people? Now, is that a polite way to greet old friends? I mean, we haven't seen each other in what? How many years? It's been all of 390 years. I guess you guys have been busy, huh? Please come by my headquarters when you get a chance. You're guests of the Academy. Alyssa? Okay, ich habe Fragen, aber die werden bestimmt beantwortet. It's probably the most impressive looking building. What about that one? What is that? Gehe zum Akademie-Hauptquartier. Okay. Also, klar, aber wartet mal. Was ist das? Ach, das ist das, woher wir kamen, okay. Wo endlich in beide Richtungen ohne Rumgehüpfe. Ah, hier kriegen wir jetzt wahrscheinlich die Karte komplett aufgedeckt. Oh Gott. Natürlich. Ich will nur mal gucken, also ob meine Vermutung korrekt ist. Weil das würde bedeuten, dass wir in diese Läden rein könnten, so ein bisschen oder so. Warte, das müsste ja eins eigentlich relativ nah gewesen sein. Gasse? Ja, da oben. Upsala, upsala. Nee, warte mal, wo? Warte mal. Jetzt weiß ich nicht, wo... Aber... Warte mal. Jetzt warte doch mal. Wie komme ich denn jetzt da runter? Achso, was willst du? Oh my! You have a Moogle with you! Oh, they're so rare! I want one too! Aha. Das ist aber meiner. Den kriegst du nicht. Hier muss irgendwo eins sein. Aber wo denn? Entschuldigung. Ich bin verwirrt. Ich habe verloren, wo ich hin muss. Ich bin vielleicht auch ein bisschen verloren. Ich bin vielleicht ein bisschen sehr verloren. Warte mal. Einmal zurück. Wir müssen, glaube ich, da durchkommen, oder? Ja. Genau, da wollte ich jetzt hin. Okay, und dann links. Und dann rechts. Was? Die Musik? Where's the Academy headquarters? Hä?
wie cool. Do you know Hope Estime of the Academy? He used to be the director. I just caught a glimpse of him. That was the highlight of my day. Chocobo. I work at the nearby boutique. I have so much fun choosing outfits for each customer that walks through the door. Klamotten? Was ist das? Welcome to Brain Blast, an Academy-sponsored quiz game. We are currently accepting entries. Was? Klar. Der Dauerbrenner auf den Straßen von Academia, Brain Blast. Nicht wenige Bürger von Academia investieren ihre gesamte Freizeit in Brain Blast. Möchtest auch du dich der Herausforderung stellen, suche ein Spielterminal und aktiviere vorher deine grauen Gehirnzellen. Solltest du alle Fragen richtig beantworten, erhältst du eine grandiose Belohnung. Es gibt mehrere Spielterminals und es lohnt sich, an allen ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Viel Spaß bei Brain Blast. Oh Gott. Toll. Also wir werden es beim ersten Mal schaffen. Mhm. Oh Gott. Welches Monster hat die längsten Beine? Ich meine, da Shaolong. Correct. Gott. Was trägt Noel stets an seiner linken Hand? Eine dunkelbraune Unterarmschiene. Congratulations. Question 3. Ich sollte es aufschreiben, oder? Was ist bei Berührung ziemlich hart? Was? Says Frisur. Schade. This concludes our quiz. Unfortunately, you did not obtain a perfect score. We look forward to your next attempt at the Brain Blast Challenge. Okay, probieren wir einfach gleich nochmal. Welcome to Brain Blast, an Academy-sponsored quiz game. We are currently accepting entry. Ja, let's go. Okay, Shaolong. Shaodalong. Welches defensive Paradigma bietet sich an, wenn die TP der Gruppe niedrig sind? Grüner Trillet. Das sind ja unterschiedliche Fragen. Was soll die Kacke? Was ist Noels bevorzugte Bewaffnung? Zwei Schwerter. Gut, dass er hier drin steht, aber das wusste ich auch so tatsächlich. Was, vier? Welchen Rang hatte Lightning bei der Schutzgarde von Bodun inne? War Sergeant? Lieutenant? Ich google. Es ist tatsächlich Sergeant. Oh mein Gott. Nein, komm schon. Das Glück entscheidet. In welcher Hand ist das Bonbon? Links. Was? Was bitte? Welcome to Brain Blast, an Academy-sponsored quiz game. We are currently Here is your. Welche Rolle erlaubt es, sich selbst und die Gefährten zu heilen, während die also Heiler. Gut. Wer heilt? Der Heiler. ATB-Leiste füllt sich im Kampf auf, aber wofür steht Anchovies Tomatenbasilikum? Das ist ein Sandwich. Ja. Absolut traumatische Brachialgewalt. Alles total Banane. Okay, nicht. Finde ich auch alles total Banane. Vor allem Frage 5. Welches in der Küstenstadt Bodum abgehaltene Fest war in ganz Kokun bekannt dafür, dass dort Wünsche in Erfüllung gehen? Oh nein, wie hieß das nochmal? Das große Feuerwerk, glaube ich, oder? Ja. Also correct. Question 4. Welche Waffe hat die Sanctum-Armee ihren besten Soldaten bevorzugt gegeben? Fanal. Irgendwas war mit Fanal. Correct. Question 5. Hyperion ist der schnellste Chocobo in den Chocobo-Rennen. Wen oder was hat er neulich in einem Rennen geschlagen? Ein Airbike. Keep it up.
Nein, wie denn noch? Ist man alltäglichen Ereignissen und kleinen Veränderungen gegenüber ignorant, nennt man das sprichwörtlich Tomberries? Leise Sohlen? Ich rate leise Sohlen. Oh mein Gott. Correct. Question 7. Also ich habe jetzt nicht die ganzen Fragen nachgeguckt, das wäre zu schnell, aber der wenig attraktive Bühnenschauspieler John Barker wird von seinen Kollegen gehasst, weil er zu jeder Probe zu spät kommt. Welche fadenscheinige Ausreden hat er Tag für Tag parat? Ein Küsschen hat mir Küsschen zugeworfen. Der Bauch eines Muggels hat mir den Weg versperrt. Mein Chocobo ist ohne mich los, finde ich am lustigsten. Ey, das muss ich nachgucken. Okay, das habe ich gefunden. Wie viele Fragen gibt es denn noch? Oh Gott. Bitte kein Glücks mehr. Glückding mehr. Tomberry-Eltern. Sag mal, wie viele Tomberries? Eltern wurden um das Jahr JS300 herum zum sozialen Phänomen. Welche Eigenschaft zeichnen solche Eltern aus? Sie denken nur an ihr eigenes Vergnügen. Sie stoßen ihre Kinder eine Klippe hinunter. Sie gehen mit Messern auf die Lehrer ihrer Kinder los. Um ständig bei ihren Kindern zu sein, gehen sie nicht arbeiten. Also das mit den Messern klingt für mich also am sinnvollsten. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Aber ich gucke natürlich nach, weil mir das, also weiß ich nicht. Okay, sind die Messer? Das Lustige ist, immer wenn ich nachgucke, hätte ich richtig geraten. Danke. Kein Glücksbonbon. Welche Kreatur ist auf dem riesigen Roulette-Rad auf dem zentralen Platz in Serendipity zu sehen? Boah, ich würde jetzt raten, ein Karfunkel, einfach nur, weil es am abwegigsten ist. Warte, ich gucke nach. Serendipity. Ein Karfunkel. Hey, wow, ich hätte. Wow, bin ich gut. Wow. Now for the final question. Okay. Welcher Artikel ist nicht für das Sortiment von Chocobos Fundgrube vorgesehen, dem praktischen Laden für alle Chocobos, der nächstes Jahr eröffnet? Titanklauen, Erinnerungshalsband? Okay, es sind die Hermesstiefel, das wäre das jetzt das erste Mal, gut. Oh. Epikureische Melodie. Did you know that other terminal locations are accepting entries for unique brain blast challenges? If you think you have what it takes, try mastering all the quizzes on offer. Wie viele Terminals gibt's? 3, 4, 5, 6, 7? Also, es sind auf jeden Fall du spürst etwas. Achso, hier, ja. Ich sehe etwas, ich spüre nichts. Blumenmuster. Ich wollte jetzt hier gucken. The Chocobo Racing Game is so fun. I'm breeding my own Chocobo and it's so fast that I'm one of the best in the world. Das ist ja cool. Okay, jetzt darf ich aber okay. Jetzt müsste man alles nochmal angucken. Sehr gut. Beruhigend. Also wir machen die Quizze aber nicht jetzt. Gar keine Lust, jetzt alle Quizze zu machen. Nee, nee. So, das heißt aber, hier müsste ich dann auch reinkommen. Richtig. Oh. Mach mal Ufda da. Ach, das kannst du noch nicht, hä? Warte mal. War das eigentlich, was wir gerade bekommen haben? War das hier was? Die Melodie? Nee, ne? Hm. Naja, gut, gehen wir einmal kurz hier hin. Aber wenn ich jetzt da. Okay, er rutscht davon komplett ab. Dann halt nicht. Ich weiß halt nicht, wie ich da hinkomme. Warte mal, hier und dann rechts. Hier und dann rechts. Und dann nochmal nach rechts. Muss ich nach unten dafür oder nach oben? Gehen wir erstmal nach unten. Hallo Leute. I hear Academia is the place to be if you love big cities.
You can do everything through a touchscreen panel. It's almost like magic, isn't it? I'm magical too. I can open shop anywhere. I can even prove it. See? Toll. Nora-Symbol. Oh mein Gott. Okay, jetzt brauche ich alles. Ja, alles. Okay. Im Ohrwurm. Merkt man gar nicht, ich weiß. Danke, danke. Have you heard? Another nascent gate appeared in a completely different area. If you're curious, you should see it for yourself. Ja, ja, ja. Achso, weiter nach links. Urartefakt. Ich würde es erstmal lassen, okay? Warte mal. Academia 4XX Urartefaktportal bei Chocolina. Gut. Ach hier. You guys are out of towners, huh? Want me to show you around? I know a big city like this can be overwhelming for a lot of people. Nee, danke. Gil, okay. Ah, okay, es war einfach hier unten, deswegen habe ich es nicht gefunden. Okay. Das ist in Ordnung. Also nur, falls ihr es vergessen habt, ich muss das aufdecken, weil ich eine Nebenquest habe. Und diese Nebenquest ist von der Person, die unbedingt möchte, dass ich die ganzen, die ganze Karte aufdecke. Und in der Zeit, wo sie ist, geht's nicht. Aber ich würde es gern machen. Wo komme ich da hin? Okay, es ist eigentlich egal, wo lang ich gehe, oder? Okay, Chocolina ist auch da. Oh nein, da ist noch so ein Frageding. Welcome to the Academy Datanet. Ach nee, doch nicht. The following data files are available. Die 13. Arche aus dem Akademie-Datennetz. Die 13. Arche ist eine uralte Militäranlage aus Grand Pulse, die dauerhaft schweben kann. Die fliegende Festung ist zurzeit verlassen und wird von mehreren Forschungsteams der Akademie untersucht. Die Wissenschaftler interessieren sich hauptsächlich für den Mechanismus, der die Arche ohne die Energie eines Falsee in der Luft hält. Der eigentliche Zweck der Anlage bleibt ein Rätsel, doch manche Theorien gehen davon aus, dass die Arche im Krieg zwischen Pulse und Cocoon zum Einsatz kam. Arc. You ever heard of it, Noel? No, it was never mentioned in the histories. Not in the future I came from. We might be getting close to the true timeline. I hope so. But I wonder why we couldn't see it when we were here before. Maybe the Proto-Falsee was hiding it from us. But why? People have always looked to the sky for signs of hope. Was hast du für mich? How are you on this chocorific day? Chocorific. This is here to fulfill all of your shopping needs. Okay. Hast du vielleicht auch irgendwelche? Okay, nur du hast es gleich, oder? Dann tschüss. Dann tschüss. Thank you and thank you. Ja, ja, tschüss, tschüss. Aber wo gehe ich denn lang jetzt? Ich könnte natürlich.
Ich meine, wir müssen es eh machen, also wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich hier gerade mal alles aufdecke. Zumindest auf der Seite noch. Früher oder später muss es sein. Und je mehr ich jetzt nebenbei mache, desto besser. Okay. Ja, eins noch runter. Okay. Da hinten, also das heißt, wir gehen jetzt einmal nach da. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es unten oder oben ist, aber ich gamble jetzt mal auf unten. Ist es hier drin? Ja. Nee. Nee, nee, nee. Das heißt... Oh nein, das ist ein Terminal. Wo ist es denn? Hinter mir. Okay, das zählt nicht. Ich glaube, ich hab's jetzt, ja. Ja, 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 ja. Oh nein, da ist auch ein Terminal. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein. Ach Gott. Oh, ich hab fast... Wow. Kannst du bitte kurz öffnen? Bin faul. Keine Lust zu warten. Nochmal hinzugehen, meine ich. Wie Noel bei Mugri gestanden ist. Okay. Dann einmal hier rum. Und dann... Wo ist denn die Minimap? Die fehlt mir ein wenig. Hier, okay. Gut, dass ich noch nicht geschlossen habe. Wo sind wir denn? Ist das Neustadt? Your entry has been accepted. Answer all questions correctly and receive a fabulous prize. Bend your mind to the task and aim for a perfect score. Here is your first question. Mhm. Oh Gott. Welches Accessoire, das der riesigen Kristallsäule unter Cocoon nachempfunden war, wurde im Jahr JS150 von jedermann als Symbol der Freundschaft getragen? Cocoon-Talisman? Sanctum-Emblem? Sanctum würde vielleicht. Ich muss mal kurz gucken, wo wir überhaupt sind. Warte, welches Accessoire? La 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 la. Ja, okay, Cocoon-Talisman. Ich bin auf jeden Fall schon mal im richtigen Ding drin. Wie wurden Güter von und nach Cocoon befördert, während sich das Transportwesen noch im Wiederaufbau befand? Mit Airbikes, auf dem Rücken von Chocobos, von Menschen. Mit Militärluftschiffen. Also, Militärluftschiffe würde Sinn machen. Chocobos auch, aber Cocoon? Ja, Militärluftschiffe. Mit welcher Reformmaßnahme im Jahr JS10 ermöglicht die Akademie auch Studenten aus einkommensschwachen Familien das Studium? Das hatte sie, ne? Das Ausbildungsniveau wurde angehoben, mehr Stipendienprogramme wurden eingeführt, Spenden garantieren keinen Studienplatz mehr, die Forschungseinrichtungen wurden umgebaut. Stipendien-Dings vielleicht? Ja, mehr Stipendien, das macht ja als einziges auch Sinn, aber gut. Ich habe Angst, irgendwas falsch zu beantworten. Also correct. Question 4. Der Sabbat. Sabbath ist eine Untergrundveranstaltung, bei der man Monstern beim Tanzen und Herumtollen zusieht. Welches Monster ist dabei der beste Tänzer von allen? Succubus. Komm. Ja, hab ich recht. Correct. Question 5.
Beim unter den Studenten in Akademia sehr beliebten Kommunikationsspiel Chocobomber ging es ursprünglich darum, die Feinde mit einer Horde Chocobos platt zu machen. Wie hieß das Spiel in seiner Frühphase? Für eine Handvoll Chocobos, meine Chocobo-Armee und ich, gelbe Gladiatoren, Jäger der verlorenen Spatzen. Gelbe Gladiatoren, oder? Kommt. Meine Chocobo-Armee und ich, what the fuck? Okay, gut. Keep it up. Question 6. Das Glück entscheidet, rot oder schwarz. Schwarz. Ey, komm schon. Ey, sowas ist ja schrecklich. Warum machen die denn sowas? Wenn eine Frau einen Mann mit Chocobo-Gefieder vergleicht, welchen Männertyp meint sie damit? Keine Ahnung, einen besonders lieben Mann? Okay, gut, dann nicht. Ja, ich will jetzt noch mal. Was eine Kacke. Wie heißt der erfolgreichste Titel der Fiedelband? Die Streicher, die für ihren melancholischen Sound in ganz Cocoon bekannt sind. Katzenmambo, Strakator, wunderbare Ballade, Trommel von Terra... Strakator meine ich, Entschuldigung. Komm, Strakator, oder? Wunderbare Ballade. Ich hab's nicht überscrollt, aber ich dachte schon. Correct. Question 2. In was verwandelt sich Hekatoncher im Metamorph-Modus? Was? In ein Airbike, in eine Magitech-Rüstung, in einen Arbeitsroboter, in ein Luftschiff. Airbike. In eine Magitech-Rüstung. Natürlich. Wusste ich. Klar. Weil also jeder kennt die Antwort auf die Fragen bestimmt zu 100%. Congratulations. Question 3. Wie heißt der Energy-Drink, der aus klein geriebenem Gieserkraut hergestellt wird? Quee! Kuckuck, Gur, Piep. Das muss ja wohl Quee sein. Also, wie ein Schokobo macht, weiß ich. Question 4. Der nationale Wetterdienst kontrollierte nicht nur das Wetter in Cocoon, sondern was noch? Die vier Jahreszeiten, die Nahrungsmittelproduktion, das Ökosystem, die Bevölkerungszahl. Es sind die vier Jahreszeiten. Correct. Question 5. Das Glück entscheidet, rot oder schwarz. Ich bleib schwarz treu. Alter, willst du mich verarschen? Also, kommt schon, Leute. Als die Menschen nicht mehr unter der Herrschaft der Fosse standen, sehnten sich viele nach einer neuen Religion. Welches Motiv liegt der Gottheit zugrunde, die von allen in Cocoon verbliebenen Menschen verehrt wird? Die Kristallsäule, ein fliegender Wyvern, die Gaben des Meeres, ein Tombell. Wahrscheinlich die Kristallsäule, oder? Ja. Ich habe jetzt rausgefunden, die Fragen sind nach Alphabet sortiert. Was es nicht viel einfacher macht für die W-Fragen. Aber hey. Welches Gericht kann man nur im Auenwald von Sunleth zubereiten, da es nur dort die benötigten Zutaten gibt? Salat aus Unkraut vom Rücken des Waldriesen, Dörrpudding mit Senf angemacht, gesalzener Sahagin am Spieß, frittierte Tomberry-Augen. Bestimmt Dörrpudding mit Senf, weil Senf ist immer die richtige Antwort, weil wir haben Burma. Na, Rücken des Waldriesen, okay. Schade. Correct. Question 8. Wie hieß das Mädchen, das bei den 41. Jagdsport-Junior-Meisterschaften als einziges eine perfekte Punktzahl erzielte? Elle Larskin, Danny Allen, Hope Estheim. Das Mädchen Hope? Okay. John Cena. Der John Cena. Oh, schön. Elle Larskin. Oh, schön. You are intelligent. Danke. Question 9. Ich kann gut lesen, ne? Getösekäse sieht nicht nur aus, als wäre er verfault, er riecht auch so. Woraus wird er hergestellt? Aus Behemoth-Milch, aus Blutbarschmilch, aus Chocobo-Milch, aus Sahagin-Milch. Sahagin, oder? Komm. Okay, Behemoth-Milch. Hä, wir lernen hier voll. Now for the final question. Ja. Woraus baute der jüngste der drei Brüder in der Geschichte der drei kleine Küsschen sein Haus, sodass der Behemoth es nicht einreißen konnte? Aus Wyvernledern, Leder, aus Chocobo-Federn, aus Stein, aus Bomberfragmenten. Bestimmt Bomberfragmenten, oder? Aus Stein. Ist dem Märchen doch treu geblieben. Did you know that other terminal locations are accepting entries for unique brain blast challenges?
If you think you have what it takes, try mastering all the quizzes on offer. Haha. Ach, das bekomme ich dann. Ah, Feenflügel weiß. Oh, süß. Okay, das will ich gleich gucken. Kann ich dir Feenflügel geben? Nein. Schade. Kann ich dir Feenflügel geben? Ich gebe dir erstmal den, falls ich keinen Feenflügel für dich habe. Schade. Und Bukabu. Ich brauche schönere Monster. Okay, dann irgendwo muss noch ein Ding sein. Ein Terminal. Gerade. Okay. Da hoch und dann links. Boah. Ich weiß nicht, wer die Fragen beantworten kann. Und dann noch den Nerv hat, diese random A- oder B-Fragen mitzunehmen. Keine Ahnung. Das ist ja so lästig. Da ist es. Okay. Welcome to We are currently. Your entry has been accepted. Okay, let's go. And your, here is your... Welche kleine runde Leckerei genießt am Tag der Wiedergeburt bei Kindern die größte Beliebtheit? Kaktorwatte, Kleinküsschenpralinen, gegrillter Tintenfisch, Chocomog. Chocomog. Es ist Chocomog. Oder Kleinküsschenpralinen. Okay. Das war gut, weil das ist unterteilt in Nordwesten, nee, Südwesten der Neustadt und Norden der Neustadt. Und dadurch, dass das andere Südwesten war, ist klar, ne? Dass das jetzt Norden ist. Der vor allem bei Jugendlichen beliebte DJ DK ist berühmt für seine dicken Koteletten und sein Iro. Wie nennt man diese Frisur? Zurückgekämmtes Haar, Chocobo-Frisur, Heiltrankschnitt, Afro-Frisur. Chocobo-Frisur nennt man diese. DJ DK, Alter. Donkey Kong. Welches Accessoire soll zwar Wünsche erfüllen, wird aber aufgrund seines Geruchs nur selten benutzt? Schokobo-Feder, Kristallsplitter, Sternstaub aus Neobodum, leere Heiltrank, Fiole. Ich würde sagen, der Sternstaub, oder? Schokobo-Feder tatsächlich, okay. Also correct. Question 4. Das Glück in... Ach Gott, rechts. Natürlich nicht. This Gott. Ey, wirklich, wem das eingefallen ist, der gehört mal vorne und hinten getreten. Welches Unternehmen profitierte ungemein von den Warenlieferungen zwischen Cocoon und Grand Pulse? Militärbedarf GmbH, Honigbienen AG, Chocobo-Lieferservice. Ja, Militärbedarf, oder nicht? Kommt dann nicht. Ja. Komm schon. Das macht mich richtig pisst. Dieses Random. Welche kleine... Okay, warte, das war Kleinkrüsschenpralinen. Der Monsterfilm Kobold war ein Riesenhit beim Szenenpublikum. Vor allem das süße Monster erntete großes Lob. Der Film ging über eine Gesamtlänge von 120 Minuten, was war fast die Hälfte der Zeit zu sehen. Eine Expedition durch den Mund eines Küsschens, ein Pärchen bei seinem Date, eine Kreatur, die im Dunkeln herumkriecht, tanzende Kobolde. Es sind die tanzenden Kobolde. Nach welchem Prinzip funktioniert Hopes Zeitkapsel vereinfacht gesagt? Die Insassen geraten in eine Raumzeitverzerrung. Die Zeit im Inneren der Kapsel wird verlangsamt. Das Gerät sendet die Daten der Insassen in die Zukunft. Man muss sie lediglich vergraben und warten. Ich glaube, es war tatsächlich, die Zeit im Inneren der Kapsel wird verlangsamt, aber ich gucke nach. Okay, ja, die Zeit im Inneren. Langsam. Gut. Also correct. Bis wohin reicht die Seifenblase, die das Mädchen in dem Kinderlied Meine Seifenblase entstehen lässt? Wow. Bis übers Dach, bis nach Cocoon, bis über ihren Kopf, bis über das Hauptquartier der Akademie. Bis nach Cocoon, oder? Ja. Also. Ich scroll schon immer, wenn ich vorlese. Question 5. Weil ich ja weiß, ob nach oben oder nach unten.
Das Glück rechts. Einfach dabei bleiben. Wenn ich davor rechts, dann muss ich auch jetzt rechts. Okay. Seit dem Jahr JS400 hat sich ein Synonym für einen Mann, der besonders schwach ist, wenn man seine harte Schale knackt, eingebürgert und wird sogar in den Nachrichten verwendet. Welches? Akademiker, Wasserteufel, Panzerbestie, Paradox. Müsste ja Panzerbestie sein, oder? Panzerbestie, okay, gut. Oh, ich bin einfach hochgerutscht. Ich war am falschen Terminal. Okay. Was ist der ideale Ort, um ein Chocobo-Küken großzuziehen? Eine Wüstenlandschaft, das Zimmer eines kleinen Mädchens, ein verschneites Gebirge, ein saftiges Weideland. Es müsste das Weideland sein, oder? Ja, Weideland. Correct. Oh. Question 8. Wie tituliert man in Akademia jemanden, der noch keinem geregelten Beruf nachgeht? Schnorrer, Jammerlappen, Zwiebel, Recke, Freiberufler. Schnorrer, würde ich sagen. Freiberufler? Digga, ich bin Freiberufler, ich glaub's hackt. You are intelligent. Hä? Question 9. Ich glaub's hackt. Welches Monster schwingt die Schwalbenklinge? Invictor, Atlas, Gogmagog, Goblin. Adler? Keine Ahnung. Invictor, okay. Ich war noch nicht Invictor. Entschuldigung. Welches nicht elektrische Werbemedium wird in der Handelsstadt Palumpolum seit Einführung der Energiesparmaßnahmen genutzt? Radiodurchsagen, Roboter, Holographie, Werbezeppeline. Werbezeppeline sind's. Akademias Weisheit. Okay, was bekomme ich? Kabau! So. Was schubst denn du mich hier rum? Dann einmal zurück. Nach links. Nochmal nach links. Hä? okay, wartet. Vielleicht doch eher nach rechts. Karten und ich, ey. Vor allem habe ich inzwischen auch ein bisschen was aufgenommen. Also alle Spiele, die gerade laufen. Ich bin vielleicht schon ein bisschen durch. Also, nee. Ja. Da mal lang. Okay. What's that? All good. Okay. Let's check it out. Ich würde gern zu Chocolina, damit ich den Weg einmal lang gehen kann. Oh nee, nicht ins Gym, das ist anstrengend. Das ist sehr anstrengend. Sport ist anstrengend. Okay. Kann es sein, dass ich gar nicht hier zurück kann? Boah. Ich glaube, ich habe recht. Naja. Ich müsste ja dann... Irgendwo müsste ich auf jeden Fall zurückkommen können. Boah, das sieht so cool aus. Das sieht so cool aus. Wow. Okay. Hier einmal runter. Wie komme ich denn jetzt zu ihr? Erstmal verlaufen. Wie komme ich? Aber wo geht's hier lang? Ich will doch nur zu Chocolina zurück. Hä? Wo bin ich? Und hier gibt's gar nichts? Echt nicht? Ich hätte da jetzt drauf gewettet. Okay, wir können wieder zurück. Ich hab. Dann
den Weg hier lang. Okay, wartet mal. Also wenn ich jetzt da lang ginge, wäre es hier vielleicht sinnvoller? Hallo? Hallo there. Das müsste doch gehen, oder? Gut. Verdammt. Ich will doch nur zu Chocolina. Bitte. Notfalls gehen wir nochmal von der Chrono-Dings hier rüber, nicht wahr? Das geht schon. Denke ich. Okay, wir gehen jetzt. Hä? Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Verdammt. Oh Gott. Okay, ich gehe erstmal den Weg jetzt lang, ja? Ich kann das. Da ist auf jeden Fall das Ausrufezeichen. Alles davor müsste noch okay sein. Da war ich auch noch nicht. Kann ich da irgendwie zurück? Zwillinge, okay. Hab ich sie umgeschubst? Wenn ja, haha. Haha. ich gehe jetzt mal hier lang. Oh, hier komme ich, glaube ich, zurück. Oh Gott. Ich gehe mal hier lang. Boah, war das anstrengend. Okay, wo muss ich jetzt noch hin? Ich glaube, geht der Weg hier überhaupt? Ja, müsste gehen. Okay. Was ist das denn jetzt? Okay, warte mal, was ist das? Something's definitely gone wrong with this gate. Space-time is twisted, so the gate can't manifest itself, Kubo. When the future is made certain, the gate will be fixed, Kubo. Future made certain. Does that mean we should help the Academy with their important job? Kubo! Okay, das ist also wahrscheinlich ein sehr storylastiges Portal. Ist das jetzt das, wo ich hin wollte? Ja, sehr gut. Dann müssen wir jetzt nur wieder hoch. Und einmal den Weg zurück und dann... Ey, die liegen hier alle immer auf dem Boden, diese dummen Kinder. Okay. Bin ich da runtergekommen? Ich war eh auf die andere Seite. Ja. Ah, ist das cool. Toll. Das sieht so cool aus. Okay. Und jetzt einmal hier lang und dann haben wir die ganze Map aufgedeckt. I want that. So, jetzt müsste ich ja durch sein, richtig? Jetzt da vorne noch und... Ja, perfekt. Let's go. So. Ich nehme jetzt einmal den rechten Weg. Ich möchte auf dem rechten Weg bleiben und nicht vom rechten Weg abkommen. Was? Was? Warum ist Morg da gerade gespawnt? So, jetzt hier runter. Und dann die andere Seite und dann ist alles linear. Dann haben wir das. Hier einmal hoch. Und dann nur noch den Knotenknubbel hier. Und jetzt müsste es richtig sein, oder? Ja. Und jetzt können wir zur Hauptquest.
Endlich. Hallo, Freunde. Hallo, hallo. Nee, ich warte nicht auf dich. Kann man hier einfach außen rumlaufen? Nee, ne? Schade. Da ist eine Bubbel. Mach du. Wieso laufen da alle hin? Aber wirklich alle. Danke, tschüss.